Grüße und herzlich willkommen zur neuen Tagesenergie am 30.09.2021. Jetzt hätte ich uns beinahe vergessen. Ich bin nämlich eigentlich schon weg. Ich muss mich weg hier. Ich habe es beinahe vergessen. Jetzt muss ich mich umtun. Ein bisschen schneller wie sonst. Weil ich keine Zeit habe. So. Also, wir sind beim Donnerstag. Einen wunderschönen Donnerstag, ihr lieben Seelen. Ihr lieben Menschen. Schauen wir mal, was uns der Donnerstag bringt. Wir haben einen Neuanfang und Emotionen, Blockaden und schlauen Verstehen. Das heißt nichts anderes wie, jeder von uns ist jetzt hier im Hier und Jetzt irgendwo in einem Neuanfang auf irgendeine Art und Weise, den wir aber selber blockieren durch unsere Emotionen. Und wie schon so oft gesagt, Emotionen sind Vergangenheit. Diese sind Gefühle, die aus der Vergangenheit kommen und uns dadurch blockieren. Verstehen, schlau sein, diese Emotionen transformieren, denn das ist Vergangenheit, die brauchen wir heute nicht mehr, ist egal, woher sie kommen und egal, mit was sie verknüpft sind. Es ist vorbei. Wir brauchen das nicht mehr. Da ist die Tochter verkehrt. Das ist ganz wichtig. Wir brauchen es wirklich nicht mehr. Wenn es positive Emotionen sind, ist ja okay. Die blockieren aber auch nicht. Negative blockieren. Neuanfang, ja, das ist das, was ich sagte. Transformiert die Vergangenheit. Das, was ihr nicht mehr braucht. Das, was wirklich nicht mehr Sache ist. Und da über die Blockaden erlangen wir Wissen durch die Emotionen. Ich hatte einen Freund, der hat Schluss mit mir gemacht, der ist mal fremdgegangen und keine Ahnung, was alles passiert ist. Und beim Neuen habe ich einen neuen Mann kennengelernt und jetzt habe ich Angst. Jetzt habe ich Angst und überhaupt. Diese Angst kommt aus der Vergangenheit. Das ist eine Emotion, weil mich der andere betrogen hat. Daher kommt diese Angst. Da entsteht dann eine Eifersucht, die dann immer mehr und mehr und mehr wird. Das ist einfach nur eine Emotion aus der Vergangenheit. Es muss ja nicht mal sein, dass dein Freund der fremdgegangen sein. Es kann sein, dass dein Vater zum Beispiel, wenn du ein Mädchen bist, dein Vater fremdgegangen ist, du das irgendwo mal mitgekriegt hast, was dich so eigentlich gar nicht belastet. Aber du hast gelernt als Kind, Männer gehen fremd und darum bist du jetzt schon vorprogrammiert, obwohl dein Freund du das noch selbst nie erlebt hast. Es ist leider so. Ja, und wir sind reich an Emotionen, weil wir einfach so erzogen werden. Es heißt immer, ist egal was ist, denk, was gestern war. Denk dran, was war letztes Jahr. Denk dran, was war irgendwann. Das wird uns immer gelehrt, dass wir an die Vergangenheit denken sollen für das, was in der Zukunft ist. Dabei hat die Vergangenheit mit der Zukunft nichts mehr zu tun. Denn niemand sagt, dass es heute genauso sein muss. Ich sage nicht, du sollst die Fehler der Vergangenheit wieder machen. Solche gibt es auch, aber man muss sie als Fehler erkennen. Verstehen und dann macht man diesen Fehler nicht mehr. Und nur weil etwas ähnlich ist wie in der Vergangenheit, muss es noch lange nicht so ausgehen. Ja, verstehen, jetzt verstehen, dass die Vergangenheit wirklich Vergangenheit ist, dass die mit heute nichts mehr zu tun haben. Nur weil es in der Vergangenheit so war, muss es mit heute nichts mehr zu tun haben. Aber wir müssen diese Blockaden, diese Emotionen, die da mitspielen, unbedingt auflösen, sonst wird es natürlich wieder so in der Vergangenheit, wie die Vergangenheit, weil wir das mitziehen, weil wir diese Verknüpfung haben und emotional und gefühlsmäßig dann sagen, genau das möchte ich wieder. Darum gibt es so viele Menschen, die immer wieder den gleichen Partner anziehen, in immer wieder einer gleichen Art und Weise es wieder ausgeht oder entsteht, weil man die Emotionen aus der Vergangenheit mitzieht. Es ist einfach so. Ja, was rede ich denn hier? Vergangenheit. Die Blockaden kommen aus der Vergangenheit. Ja, und das ist Berufung, das ist die Aufgabe, jetzt das zu erkennen. Das ist alles, was ich jetzt gerade gesagt habe, liegt jetzt hier. Das zu erkennen. Und das ist jetzt die Berufung jetzt. Nicht deine Lebensberufung, sondern deine Berufung jetzt zu erkennen, was kommt aus der Vergangenheit und was darf ich im Gottes Namen hinter mir lassen. Das ist ganz wichtig. Vergangenheit ist Vergangenheit. Hat nichts mehr mit hier und jetzt zu tun. Wenn ich meine Zukunft verändern will, muss ich die Vergangenheit loslassen und muss sie transformieren. Das muss ich erkennen, verstehen, transformieren und kann damit in eine hellere, weitere, viel schönere Zukunft gehen, wie die Vergangenheit war. Ich will heute nicht so viel reden. Erstens habe ich nicht so viel Zeit und dann habe ich schon gemerkt, ihr hört nicht so lange zu. Das ist die Energie heute, die sehr, sehr, sehr viel mit Gefühlen zu tun hat. Aber
vorrangig mit Emotionen, die ich mit Gefühlen gern verwechsel. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Wir kommen mit Sicherheit wie immer wieder auf dieses Thema, weil das ist ein Thema, was momentan ganz, ganz, ganz massiv ist und unbedingt gemacht werden muss, wenn wir eine hellere, weitere, lichtere und wunderschöne Zukunft haben wollen. Alle zusammen. Damit wünsche ich euch einen wunderschönen Donnerstag und wir sehen uns am Freitag. Habe die Ehre!